Eine Aufzeichnung, eine neue Aufzeichnung läuft von mir, Maria Protzek-Ledwig. Und heute habe ich die Maggie im Gespräch. Wir haben ein Thema, wo wir schon letztens besprochen haben, wo wir gesagt haben, das wird man auch als Folge aufnehmen, weil ich finde das auch richtig. Ich will hier keinen damit bekehren. Wir wollen über Ernährung sprechen und über Abnehmen. Wir Frauen sind Wir immer auf gerade am der. Schauen bin. Das macht nichts. Da kommen wir gleich dazu. Es ist ja tatsächlich so, dann gehen wir ja direkt in das Thema rein. Wir Frauen sind immer so bedacht, wir müssen abnehmen. Und wir versuchen alles im Laufe unseres Lebens, um die Figur zu halten. Manchmal ist es ja so, dass im Leben so viel passiert, wo wir sagen, ey, das hat mich aus der Rolle gebracht und aber auch über andere Ereignisse futtern wir uns irgendwelche, ich sage immer Schutzpanzer, weil das viele auch in der Pflege zum Beispiel, die in Pflege arbeiten, die auch tun, die sich dann die Funde an Essen, also ich will nicht hier was Böses sagen, aber letztendlich ist es auch so eine Art A, Belohnung und B, ist es das Ungesunde, weil man dauernd arbeitet. Viele Selbstständige haben das ja auch, die sehr ungesund leben, die viel arbeiten und irgendwann abends kommen die nach Hause aus dem Büro und dann wird alles reingehauen, was der Kühlschrank hergibt. Ob das jetzt die Schokolade ist oder die Katze, die redet, Mitte, ja, Mitte, Mitte, will auch mitsprechen, du hast recht, Mitte, dann wird alles gegessen, Ungesundes und in Massen, weil der Körper dann irgendwann schreit und sagt, hier, ich brauche mein Essen, ich brauche das jetzt und dann wird gegessen und irgendwann haben die Leute 20, 30 oder 40 oder 50 Kilo mehr. Und haben gar nicht gecheckt, dass sie sich selbst zugrunde gerichtet haben, aus welchem Grund auch immer. Manchmal sind das Sachen, tatsächlich ist unser Belohnungszentrum verlangt nach Eis und Schokolade, und um die Endorphine rauszuschütteln. Und man merkt ja gar nicht, dass es ja ungesund ist. Man kann aber auch anders. Und dazu habe ich dich eingeladen. Dass du aus deiner Erfahrung sprichst, tatsächlich, wie das bei dir war und was sich bei dir verändert hat. Ja, wie man sieht, ich bin auf jeden Fall noch kurvig, aber das war wesentlich mehr vor, ja, gar noch einem Jahr, aber vor so 2, 3 Jahren war es wirklich wesentlich mehr. Also ich habe da insgesamt gerechnet 30 Kilo mehr drauf. Und ja, ich würde sagen, wie du schon ein bisschen erzählt hast, gerade manchmal verliert man da ein bisschen den Überblick und verliert sich selbst in diesem ganzen Geäste. Und naja, es ist auch, denke ich, viel von der Seele einfach her, was da dazu führt, dass man in diesen Zustand kommt, des Resignierens, würde ich mal sagen. Also bei mir war es zumindest, ja, war es tatsächlich so, dass ich sagen würde, also ich habe so die Lebensfreude verloren und mich selbst. Und dadurch war mein Körper auch keine, also es hatte keinen Wert für mich. Es war einfach, es war egal, ob ich jetzt da so und so viel Kilo habe oder so und so viel. Wenn, also ich habe auch wirklich tatsächlich immer gesagt, ja, also dann, wenn ich eine andere Größe brauche, dann kaufe ich mir eine Nummer größer. Also, guck mal, also für mich war das überhaupt nicht störend, aber das war aus der Tatsache heraus, dass einfach keine Wertschätzung für mich selber mehr vorhanden war. Ne? Und dann ist das so sehr aus dem Ruder gelaufen bei mir, dass ich damals sogar schon einen Rollator brauchte, also zum Gehen, diese Gehhilfe, weil mein Körper einfach am Ende war. Er war fertig. Also da war nichts mehr möglich. Kein selbstständiges Handeln, Agieren, wirklich. Das war sehr, sehr eingeschränkt alles. Und ja,
Was hat sich, Maggie, bei dir geändert, beziehungsweise was war der Auslöser, wo die wo der Körpergewicht sich verändert hat, wo sich angefangen hat zu verändern? Was hat da den Klick gemacht bei dir? Oder was war der Auslöser überhaupt? Da wollte ich gerade so ein bisschen überleiten zu. Und das war, als ich merkte, dass ich zu dem Ganzen, was in meinem Leben stattgefunden hat, auch noch in einer Beziehung steckte, in der ich absolut nicht glücklich war und mich darauf einfach nur noch befreien wollte, lösen wollte. Also es war für mich die versetzt, dass ich ja gar nicht fragen wollte. Und ich will ja jetzt nicht irgendwelche Schuldzuweisungen machen, sondern einfach... Ja, musst du nicht. Ich musste mich lösen aus dieser Lebenssituation, weil es für mich nicht mehr stimmig war. Ne? Also für mich war das wirklich wie als würde man mir die Luft abschnüren. Ich habe mir das aber selbst angetan in dem Sinne. Ja? Also und ich habe das einfach irgendwann gespürt, dass ich mir selbst die Luft abschnüre mit einem Leben, das ich nicht leben möchte, mit einem Menschen, mit dem ich nicht leben möchte, nicht weil er furchtbar ist oder so, ne? Sondern einfach weil es nicht passt, weil die Liebe auch gar nicht mehr da ist. Und was ist das dann für ein Leben, ja? Wenn man in allen Umständen lebt, in denen man eigentlich überhaupt nicht leben möchte. Ja, also das ist natürlich dann scheitert man so langsam und dann habe ich mich angefangen, daraus zu lösen. Sprich, die Beziehung beendet und nach kam dann auch, weil ich wohnte damals mit meiner Partnerin zusammen, also Wohnungsauflösung quasi, der ganze Prozess. Das waren mehrere Monate, wo aber auch schon recht viel anfing zu passieren. Ne? Weil ich dann viele Dinge, muss ich sagen, die ich ja nicht selber mehr konnte damals, da hat mir meine Partnerin unter die Arme gegriffen. Ist nicht schön zu sagen, aber das ist so. Wenn man körperlich dann wirklich so am Limit ist, dann, wenn man das geschafft hat, dann braucht man wirklich Hilfe von anderen Menschen. Und das darauf habe ich mich aber auch verlassen. Ja, also ich hatte auch gedacht, ich schaffe das sowieso nicht mehr alleine. Und deswegen fing dann die Erkenntnis an, es geht ja doch. Es wird mich viel Kraft kosten und es wird mich auch einige Schmerzen erstmal kosten. Aber ich kann mich wieder ins Leben kämpfen und ich kann wieder in meine Eigenmacht, in meine Eigenbestimmtheit und in meine Liebe zu mir selbst auch wiederfinden. Das ist natürlich ein Weg und ich bin immer noch auf der Strecke, aber definitiv schon viel, viel, viel weiter als am Anfang und ich fühle mich auch immer wohler mit mir selbst und ich liebe mich auch selbst, ja. Vielleicht nicht zu 100%, natürlich sind da noch so ein paar Dinge, mit denen man sich immer so ein bisschen kritisiert noch oder ein bisschen schwer tut, aber das ist alles in Arbeit, ja. Da ist super viel Bewegung seitdem passiert. Ja, und dann sind natürlich auch viele Kilos gegangen. Ne? Also durch die Liebe zu dir selber hast du dann wieder zurückgefunden, wo du nicht nur dich angefangen hast zu lieben, aber auch dir auch selbst zugetraut hast, wo du gesagt hast, ey, ich kann das einpacken, ich kann das machen, ich will das auch alleine schaffen und dadurch die 30 Kilo verloren hast. Das ist eine super Leistung, was du gemacht hast und wirklich Hochachtung, wenn du sagst, ich habe es von alleine geschafft und nicht großartig jetzt viel Essen umgestellt oder irgendwelche Sachen gemacht, wo ich jetzt auf Null-Diät war, sondern wirklich die Selbstliebe wieder entdeckt habe, wo du sagst, ich fange mich zu lieben, so wie ich bin. Und da denke ich mir, das ist auch das Sprichwort über Diäten, fangt man erstmal sich selbst zu lieben, fangt man erstmal sich zu akzeptieren. Egal, wie viel Pfund oder wie viel du wiegst, die Waage kann da stehen. Ich denke mal, das ist bei mir ist so, dass ich angefangen habe zu essen, was mir Spaß macht. Und das ist ja auch abends Eis und ich esse auch Schokolade, aber ich habe nicht das Verlangen, weißt du, so, ich muss das Übermaß oder die ganze Schokolade essen. Mein Essen ist nicht mehr Ersatz für irgendwas oder bei mir war das auch der Stress in der Arbeit, in dem Sinne, dass ich viel gearbeitet habe, ganzen Tag gearbeitet habe und abends nach Hause kam
und dann tatsächlich das gegessen habe als Selbstständige, was man nicht essen soll. Schnelles Essen, wirklich das, was da war, ohne nachzudenken. Und bei mir sind inzwischen nach meiner OP jetzt auch wieder 20 Kilo runter. Aber ich mache keine Diät, ich mache kein bestimmtes, ich esse nicht was Bestimmtes, ich esse nicht nach irgendwelchen Plänen. Und Leute, hört ihr auf, nach Plänen zu essen, weil Ernährungsberatung bei Krankheiten kann ich verstehen, ja, dass man bei Herzinfarkt oder bei anderen Krankheiten was befolgen soll, was jemand euch erstellt. Aber bei Abnehmen oder bei Gewichtsreduzierung, das wird nie funktionieren, wenn du sagst, ja, ich möchte nach der Diät von der Person oder nach der Diät von der Person oder ich kaufe mir jetzt, ich will jetzt keinen Namen nennen, deswegen schweife ich hier so ein bisschen rum, weil es gibt verschiedene großartige Menschen, die irgendwelche Programme erstellt haben und sagen, ey, das darfst du jetzt nicht dem oder den nennen, deswegen nenne ich das jetzt nicht. Ich habe gesagt, man muss wirklich nur gucken, dass man genug von allen Vitaminen, Wertstoffen oder was man auch zu sich nimmt. Aber der Körper sagt dir selbst, ich habe eine Seite, wo ich wirklich mein Essen jeden Tag, dreimal am Tag poste, einfach so, ohne Kommentar, ohne was dazu schreiben, keine Rezepte, sondern einfach nur optisch, ja, das esse ich. Und du kennst die Seite, du weißt, also das ist hier keine Reklame jetzt für die Seite, ich werde sie auch nicht nennen, aber das funktioniert und du, das funktioniert genauso wie bei dir, funktioniert bei mir, dass ich Ernährung zu mir nehme, die mir gut tut. Ja, ich glaube, es ist auch einfach dieses in ein anderes Lebensgefühl übergehen, ja, also die Realität einfach ändern. Man muss wirklich das Bewusstsein, was man da in diesem Mangelbewusstsein, wo man sich vorher befindet, auch, ja, diese falschen Dinge, die man isst, die man nicht tut, die man vielleicht nicht bewegt, ja, dieses Bewusstsein muss sich einfach verändern, dass man anfängt, auf sich selbst zu hören, denn eigentlich sagt einem der Körper schon, was man tun muss, was man essen muss. Also ich finde, wenn man wirklich anfängt, die Antenne mal ein bisschen zu justieren und mal hinzuhören auf sich selbst, genau, dann bekommt man dann sehr wohl Anweisungen, ja, also von seinem Körper und von der Seele. Ja, genau, was er haben möchte, ne? Was er haben, ja, möchte, was der Körper gerade verlangen hat, ob das jetzt was Süßes ist, aber Süßes ist in Anführungsstrichen, das heißt nicht immer Zucker. Das heißt manchmal, ja, manchmal wirklich suche ich dann was Süßes und ich lande bei einer Karotte, wo ich früher nicht den Fokus darauf hatte, dass eine Karotte wirklich sehr viel Zucker drin hat, wo ich dann sage, okay, ich kann Karotte essen oder einen Apfel. Aber es ist nicht gezielt, sondern wirklich ich, es hört sich wirklich spooky an, ich lasse mich durch meinen Körper leiten, weil ich gucke mir verschiedene Lebensmittel und dann schaue ich, was isst du? Manchmal ist es ja auch wirklich sind das Nudeln, weil ich die brauche. Und dann ist es halt so, dass ich dann auch die Nudel koche und ich brauche dann die Nudel. Ja. Und dann kann ja keiner also sagen, die Nudel dürfen nicht sein. Auch nicht danach. Ich kann das und konnte das auch nie. Mir wirklich durch irgendeine Tabelle bestimmen lassen, was ich da zu essen habe. Dafür bin ich, also mal Belohnungssystem hin oder her, aber ich bin wirklich ein Genussmensch, ja, auf vielen Ebenen. Und Essen ist für mich auch Genuss. Und ich kann mir nicht Dinge selber verbieten, wonach wirklich mir der Genuss ruft, ja, also so in mir. Und ich denke, ich höre da auch einfach auf meinen Körper und wenn mein Körper schreit und sagt dir so, jetzt davon aber auf gar keinen Fall jetzt gerade was, weil genau, das genau nicht genug, dann ja, weiß ich das auch, aber ich weiß, das ist nur in dem Moment, ja, das heißt nicht, du darfst das nie wieder essen. Ja, weißt du, das Schlimmste ist, wenn die Leute anfangen. Ernährungsart des Körpers, also ganz automatische Ernährungsart des eigenen Körpers. Ja, das Schlimmste ist, wenn die Leute anfangen, die Punkte zu zählen und nach Punkten zu essen, weil für mich ist es dann gar keine Lebensqualität mehr. Das ist nur noch, da hast du nur noch die Punkte im Kopf. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich kenne Leute, die nach Punkten essen. Und dann habe ich mir gedacht, wie schlimm muss das sein, dass du in ein Restaurant gehst, irgendwo, wo du eigentlich schön sitzen willst und entspannen und willst du wirklich total sich gut fühlen und sich auch wirklich was Gutes zum Essen kaufst.
Und dann vorher musst du dann gucken, nee, das sind so viel Punkte und das kann ich mir nicht mehr erlauben. Und einen Nachtisch auf keinen Fall, weil das wird wieder auf meine Funde. Und ich habe gesagt, Leute, du gehst ja nicht jeden Tag 10-mal am Tag in ein Restaurant und isst du da weiß was ich wie viel Mengen. Das wird ja gleich nach hinten losgehen. Aber wenn du schon dahin gehst und mit Genuss irgendwas bestellst und sagst, oh, das esse ich jetzt so gerne, ja, und freust dich wirklich, bis das serviert wird. Das ist doch schon die Vorfreude, dass es geht wirklich, den Körper geht ja wirklich auch darum, was Leckeres zu haben. Du kannst dir aber auch dein Essen lecker zubereiten, mit wirklich Blümchen drauf oder Kräuter oder wie auch immer. Also es sind so viele Möglichkeiten zu sagen, ich mache mir mein Essen hübsch. Also nicht nur so zum Schnellessen, sondern wirklich, ich vorbereite, ich zelebriere meine Mahlzeit. So wie früher die Könige, die haben sich ja auch hingesetzt und wurden bedient, aber man kann sich selber auch bedienen und sich selber was Gutes tun. Und das hast du ja auch gemacht und du gesagt hast, noch Bewegung. Bewegung dazu. Ja, das ist elementar. Also bei mir sowieso, ich denke grundsätzlich ist das bei jedem auch elementar, ja. Aber für mich war es wirklich der Hauptgrund des Abnehmens, also was das Ganze so in Bewegung gebracht hat, wirklich, dass es runtergegangen ist, auch relativ dick. Kann ich nicht mehr den genauen Zeitraum benennen, ehrlich gesagt, aber ich weiß, gefühlt erinnere ich mich doch, dass es relativ dick ging. Und das kam wirklich durch die Bewegung, weil natürlich vorher, wenn ich mich gar nicht mehr groß bewegen konnte, ja, und dann nur noch auch mit Rollator vor die Tür bin, dann kann man sich vorstellen, bin ich dementsprechend auch selten vor die Tür gegangen und überhaupt auch in der Wohnung in Bewegung gewesen. Und wenn du dann dich anfängst, überhaupt auf normalem Level wieder zu bewegen, dann ist das schon fast für den Körper, als würde es so ein Fitnessstudio gegangen sein, eine Runde, ja. Also, ja, genau, genau. Ja. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick, Maggie, weil wir werden hier gleich beenden müssen. Ja, ist ja schon so weit. Vielen Dank, dass du da warst und einen kleinen Einblick für deine Welt gegeben hast und auch über Ernährung wir sprechen dürfen. Vielleicht wird mir das Thema noch irgendwann ergänzen oder auch weiterführen. Vielen Dank. Danke.